Hallo ihr Lieben! Servusle von meiner Seite! Wir sind's wieder und ja, wir melden uns heute von zu Hause. Ja. Aus folgendem Grund. Wie ihr wisst, hatten wir ja ein Mietmobil der Firma Jahrreisemobile für ein paar Tage. Und ja, nachdem da so viele Fragen in den Kommentaren standen und auch per Mail an uns gesandt wurden, haben wir uns gedacht, wir machen mal ein kleines Fazit und beantworten noch ein paar Fragen dazu, die aufgetreten sind. Ja, also wir wollen heute einfach euch nochmal sagen, wie haben wir es empfunden, wie läuft es ab, was ist uns aufgefallen, dann eben die Fragen, die ihr gestellt habt, werden wir beantworten und ein paar allgemeine Dinge einfach, damit ihr da die Möglichkeit habt, in Zukunft, falls ihr ein Fahrzeug mieten wollt, es mal ausprobieren wollt, damit ihr wisst, wie das ungefähr abläuft. Alles Weitere nach dem Intro. With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. I wanna stay with you. With you. I love the way. So, da sind wir wieder. Wir waren gar nicht weg. Ja, zuerst mal zum Grund. Warum wir überhaupt eins gemietet haben, warum wir überhaupt das mal ausprobiert haben. Ja, es hat sich so ergeben, weil unser Hugo in der Werkstatt war und wir einfach auch mal ein anderes Fahrzeug fahren wollten und einfach auch mal für euch testen wollten, wie läuft denn das so. Und der Hugo ist eben in der Werkstatt, ja, ich würde gerne sagen gewesen, momentan aktuell ist es noch, morgen holt man wieder ab. Also das heißt, wenn ihr das Video seht, haben wir schon. Das glaube ich noch nicht, weil wir sind jetzt schon wieder ein paar Tage verdröstet worden. Aber es läuft alles, also wir sind da gute Dinge. Ja, das war eigentlich der hauptsächliche Grund und dann wollten wir trotzdem ein paar Tage unterwegs sein und dann hat sich die Gelegenheit ergeben, das mit der Firma Jahrreisemobile zu machen. Jo, okay. Ja, überrascht waren wir ja. Sehr ja. Über den Aufwand der ganzen Aktion für uns jetzt. Also für uns war es halt so, dass wir mussten ja unseren eigenen Hugo erstmal ausräumen, damit er in die Werkstatt kann, dass die überall rankommen. Das lagerten wir dann alles in der Garage. Dann mussten wir wieder schauen, dass wir mit dem PKW das dann zur Jahrreisemobile gefahren haben, was wir mitnehmen wollten und haben dann auch dort umgeladen. Also genau. Es ist sicherlich einfacher, wenn jemand das Mobil abholt, ja. Nach Hause fährt, dann dort alles einlädt. Oder wenn jemand das schon öfters gemacht hat, dann ist es natürlich... Hat er sicher auch seine Kisten bereitstehen, ja. Wo alles drin ist und die dann einfach nur nehmen muss und einpacken muss. Wir haben ja schon die Hälfte vergessen, aus dem Hugo rauszutun. Das heißt, wie wir dann am Einpacken waren, habe ich gesagt, ja, wo ist denn das? Dann sagt Jule, das ist im Hugo. Und der ja, Hugo ist 200 Kilometer weg von hier, also von daher... Es sind auch einfach Kleinigkeiten, die man einfach vergisst, weil man vielleicht einfach den Flaschenöffner nicht eingepackt hat und dann vor der verschlossenen Flasche steht oder irgendwie, also so Sachen, die dann letztendlich dann auch nicht dramatisch wichtig sind. Die fehlen halt. Sie fehlen halt dann in dem Moment. Also da waren wir ein bisschen überrascht, dass das doch ein ganz schöner Aufwand ist. Wir dachten, dass wir sowas vielleicht jetzt mal öfters machen mit verschiedenen Fahrzeugen. Wir haben für uns festgestellt, machen wir nicht. Das ist uns viel zu aufwendig. Nein, es ist wirklich ewig kompliziert zu überlegen, was nimmt man dann auf diese Tour speziell mit? Was erleben wir da? Ihr habt ja gesehen, wir waren Kajak fahren. Dann musste das mit, dann die passenden Sachen dazu. Weil das Wasser ja noch kalt war, reicht dann auch nicht einfach nur eine Badehose und ein Bikini. Also es ist schon immer variabel. Ihr könnt ja gerne mal drunter schreiben, diejenigen, die das öfters machen, wie ihr das so handhabt. Dann hat man da auch einen Anhaltspunkt. Und für all die anderen, ja, also da ist schon eine Planung notwendig, die bei uns vielleicht manchmal ein bisschen fehlt, was das betrifft. Also für die 4-5, es war jetzt kein Problem, wir hatten alles. Nein. Aber du merkst halt erst, wie klasse dein eigenes Wohnmobil eingerichtet ist. Wenn einmal alles drin ist und immer irgendwie an Ort und Stelle ist, ja. Ja. Okay. Ja, dann zu dem Video selber, was ihr schon gesehen habt, von der Übergabe und der
Rückgabe des Wohnmobils. Das haben wir natürlich verkürzt dargestellt. Ja, wir haben schon versucht, alle wichtigen Faktoren reinzubringen, aber... Genau, dann waren Anfragen, ob denn dieses besprochen werde oder jenes. Also da ist es natürlich so, wenn ihr ein Wohnmobil irgendwo abholt, dann kriegt ihr, je nachdem wie erfahren, dass ihr seid, die Einweisung, so wie ihr sie braucht. Wir wollten natürlich das Video keine 3 Stunden machen. Das wäre natürlich auch gegangen, deswegen haben wir teilweise was abgekürzt oder weggelassen. Da empfiehlt es sich für Neulinge, oder, also ich hatte auch einen Part, wo ich sogar noch anrufen musste, oder auch für jemanden, der schon öfters dabei war, das eine oder andere vielleicht mit dem Video aufzunehmen. Mit dem Handy. Dass ihr dann später, wenn ihr dann nicht weiter wisst, da vielleicht nachschauen könnt. Ansonsten bekommt ihr da natürlich auch eine Telefonnummer, wo ihr dann zu den üblichen Geschäftszeiten auch immer jemanden erreicht, wenn ihr Fragen habt. Ja, habe ich dann gleich ausprobiert, weil die Julia hat irgendwann gesagt, so, ich will jetzt Fernsehen schauen. Dann habe ich den Fernseher angemacht. Der Fernseher hatte keinen Strom. Über den Fernseher war ein Schalter, der hatte auch scheinbar keinen Strom. Ja, wisst ihr, Gott sei Dank, langer Sinn. Ich habe also zuerst mal, weil ich dachte ja, ich bin erfahrener Camper, kenne mich aus, es ist alles an. Also schaust du erst mal nach die Sicherungen. Hätte ich mir sparen können, Sicherungen waren alle drin, dann habe ich doch angerufen und dann haben wir festgestellt, dass ich bei diesem Fahrzeug das Entertainment-System einschalten muss, damit dann der Fernseher überhaupt angeht. Ich dachte, das muss ich nur einschalten, wenn ich Radio hören will. Na, so seht ihr es, so ist es manchmal. Ja, aber da habe ich auch eine Lösung gefunden, weil ich konnte anrufen und dann wurde mir gehelft. Ja, wir sind das Fahrzeug natürlich auch für uns jetzt selber am Anfang nicht komplett durchgegangen. Da wir schon mal eine Roomtour aufgenommen hatten mit dem fast ähnlichen und dachten, ja, da wissen wir ja alles. Ja, aber es ist nicht immer so. So, was wir dann auch vergessen hatten oder eigentlich bewusst nicht erwähnt haben, sind die Preise fürs Leihen. Ganz einfach, wir haben ja jetzt ein Video machen wollen über die Allgemeinheit des Verleihens, wie das funktioniert. Und da hat natürlich jeder Händler, jeder Anbieter seine unterschiedlichen Preise für die unterschiedlichsten Fahrzeuge, die unterschiedlichen Preise und dann natürlich auch vor allem mit Hauptsaison, Nebensaison. Dann haben bestimmt welche Sonderpreise, wenn er es über 3 Wochen mietet. Ja. Also da bitte jeweils, wenn ihr euch für was interessiert, entweder bei dem Hersteller oder bei dem Wohnmobilhändler bei euch ums Eck, wo ihr eventuell eins leihen wollt, einfach auf die Homepage gehen. Die haben unter den Vermietungen im Normalfall, so ist es jedenfalls bei Jahrreisemobile, da könnt ihr reinschauen, da steht alles drin, da stehen auch die Bedingungen drin und da stehen auch sämtliche Preise drin für sämtliche Fahrzeuge, für sämtliche Saisons. Also die sind dann so in Kategorien eingeteilt, je nach euren Wünschen, eurem Bedarf, was ihr haben wollt, von ganz groß bis ganz klein. Also, und dann könnt ihr da nachschauen. Genau, deswegen lassen wir bei sowas Preise weg. Das ist meistens nicht sehr hilfreich. Weil nochmal zur Kaution war dann auch eine Frage. Die können wir jetzt in dem Fall ja nennen. Das waren 2000 Euro. Die sind aber auch sicher von Händler zu Händler verschieden. Ja. Von der Marke, die ihr leiht, oder Fahrzeuggröße. Ja, bei jedem anders. Also es wird im Normalfall wird eine Kaution einfach verlangt. Da will man sicher gehen, dass wenn Schäden entstanden sind, dass die dann auch dementsprechend zumindest mal von der Kaution oder die Kaution ist schon mal in der Höhe, in dem Fall, wie auch die Selbstbeteiligung bei der Versicherung war. Mhm. Also da kommen wir auch gleich zum Thema Versicherung. Ja. Die Fahrzeuge, zumindest jetzt bei diesem Händler, sind selbstverständlich Vollkasko versichert und haben eben eine relativ hohe Selbstbeteiligung mit 2000 Euro. Ob man die jetzt direkt minimieren kann bei diesem Anbieter, wo die versichert sind, das weiß ich nicht. Da müsst ihr eventuell auch mal mit eurem eigenen Versicherer sprechen. Es gibt immer Möglichkeiten, das zu ändern auf eigene Kosten. Ansonsten wäre die Selbstbeteiligung bei 2000 Euro und deswegen auch die Kaution 2000 Euro, damit der Händler zumindest mal nicht auf der Selbstbeteiligung sitzen bleibt. Ganz einfache Geschichte. Also da drauf achten, wie sind die Fahrzeuge versichert, was ist in der Versicherung alles enthalten, damit er da keine bösen Überraschungen erlebt. Beim seriösen Händler mit Sicherheit wird es auch alles angegeben. Genau. Dann wird natürlich auch kontrolliert,
welchen Führerschein ihr habt, ja, wie alt ihr seid. Also dass jetzt zum Beispiel man erst ab 21 Jahre berechtigt ist. Zumindest jetzt bei diesen Fahrzeugen. Also auch dort darauf achten, wer darf welches Fahrzeug überhaupt fahren. Und der Hauptnutzer ist natürlich dafür, der, also ich habe in dem Fall unterschrieben, dass ich natürlich nur Leute fahren lasse, die den entsprechenden Führerschein haben und die das entsprechende Alter haben. Würde ich dagegen verstoßen, dann wäre das grob fahrlässig und dann wird es unter Umständen auch bei der Versicherung schwierig. Jo. Ja, dann ging es noch um die Freikilometer. Also in unserem Fall waren das 250 Kilometer pro Tag. Ja, muss man auch natürlich ein bisschen gucken. Es wird mit Sicherheit nicht sinnvoll sein, ein Wohnmobil zu leihen und zu sagen, ich fahre mal schnell ins Nordkap. Also schnell fährt man da sowieso nicht hin, aber es gibt ja welche, die schaffen es in 2 Wochen. Und wenn du in 2 Wochen ans Nordkap fährst und du hast dann in 14 Tagen pro Tag 250 Kilometer frei, dann sind es 3000 Kilometer und mit 3000 Kilometer kommt er noch nicht mal hin, geschweige denn zurück. Und wie viel das dann mehr kostet, auch das müsst ihr natürlich den Händler fragen, aber ich kann mir vorstellen, das wird ganz schön happig. Steht auch auf der Homepage. Also ja, okay. Gut. Also es gibt eine bestimmte Kilometervorgabe, die wir jetzt bei weitem nicht ausgenutzt haben. Wir waren insgesamt, glaube ich, knapp über 300 Kilometer überhaupt bloß unterwegs. Jo. Da ist es natürlich auch unheimlich wichtig, dass ihr euch vorher Gedanken macht, welche Art von Wohnmobil wollt ihr für euren Zweck haben? Also groß, klein, welche Maße, welche Anforderungen? Naja, vielleicht ist es ja auch der Fall dann, dass man durch das Vermieten oder durch das Mieten so rum rausbekommt, was liegt dem eigentlich einem? Also es gibt ja dann auch ganz sicher welche, die zum Beispiel einfach sich ein Wohnmobil mal leihen, um zu wissen, so hätte ich das wahrscheinlich gerne, um das dann später zu kaufen. Also diese Variante ist ja auch sehr oft gerade jetzt beim Karthago vorhanden, dass ihr also vorher schaut, welchen Zweck das erfüllen soll und auch ja im Zweifelsfall, was ihr euch zutraut von der Größe. Dann hatten wir ja, wie du schon vorhin gesagt hast, nochmal mit den Schäden, die vorher ja angeschaut wurden, das, was wir verkürzt hatten. Ja, also da hat jetzt auch einer gemeint, es wäre natürlich auch wichtig zu gucken selber, ob man denn selber noch Schäden entdeckt. Es ist klar, dass man da natürlich auch drauf achtet und ich gehe jetzt mal davon aus, dass ein seriöser Wohnmobilverleiher nicht irgendwelche Schäden versteckt oder einen Mangel versteckt, der dann hinterher euch zu Lasten gelegt wird. Also das ist halt der gesunde Menschenverstand. Das ist wie wenn ich ein Auto übernehme, irgendwo von der Vermietung, von der Leasing oder sonst irgendwas, schaue ich selbstverständlich einmal um das Auto rum und gucke, ob ich noch irgendwas entdecke. Ich mache dann immer ganz gerne, auch wenn da noch was sein sollte, mache ich ganz gerne ein Foto, weil auf dem Foto sieht man ja, wann habe ich es aufgenommen, wann habe ich das Auto übernommen und dann sieht man, okay, der Schaden war schon da. Also das ist ganz klar, muss man schon drauf achten. Aber ich gehe ja immer von seriösen Händlern aus. Ja, und man geht ja mit offenem Auge damit beim Kontrollieren und schaut. Ja. Das ist ganz klar. Also wir hatten jetzt da keinerlei Bedenken oder irgendwelche Unstimmigkeiten oder sonst irgendwas. Also wir hatten jetzt auch ein extrem, also die Fahrzeuge sind ja immer relativ neu. Das ja. Fahrzeug war jetzt gerade 2 Monate zugelassen. Es wurde schon einmal vermietet vor uns und ja. Ja, trotzdem kann immer was sein. Ja. Ja. Dann hatten wir die Frage wegen dem Hunden. Bei uns war es generell mit diesem Fahrzeug so, dass da kein Hund erlaubt war. Wir haben auch die Emma extra zu Hause gelassen beim Sohn. Und es gibt jetzt, das habt ihr auch in dem Video ganz kurz gehört, ein Dogmobil bei Jahrreisemobile, in dem Hunde erlaubt sind. Genau. Ansonsten ist es wirklich ratsam, darauf zu achten, weil es dafür dann ansonsten wirklich eine Strafe gibt, die ihr bezahlen müsst, was auch verständlich ist, weil es viel mehr Aufwand ist, da hinterher vielleicht doch wieder zu reinigen und dem Nächsten zu sagen, ja, da war nie ein Hund drin. Also wir wissen von unserer Emma, das war für uns auch wieder mal angenehm, eine Woche ohne der Emma unterwegs zu sein, ja, weil es ist einfach wirklich ein himmelweiter Unterschied. Und wenn jemand
keine Hunde mag oder eben auch selber einen Hund hat, der gar nicht hart, dann ist es für jemanden gar nicht auszuhalten. Das verstehen manche Hundebesitzer nicht. Ich verstehe es sehr gut. Zum Hund kann man nur sagen, also wir reden jetzt nur von Jahrreisemobile, aber es gibt ja auch andere Anbieter und es gibt ja extra Anbieter, die reine Hundewohnmobile vermieten. Also wo von vornherein schon eine Ausstattung ist, wo in der Heckgarage ein extra Zwinger drin ist, Gitter oder was auch immer und da die Möglichkeiten sind. Also da einfach gucken, was braucht ihr und dann einfach sich erkundigen, wo kann ich sowas mieten. Ja. Dann ging es mal noch um die Grundausstattung, was in dem Wohnmobil drin ist, wenn wir das wie wir das übernommen haben. Das war für uns tatsächlich neu, weil wir uns damit überhaupt nicht befasst haben. Ich bin davon ausgegangen, in dem Wohnmobil ist erstmal alles drin. Also sie hat dann gesagt, wir müssen Teller einpacken. Wieso müssen wir Teller einpacken? Ich bin davon ausgegangen, das ist wie eine Ferienwohnung. Vielleicht gibt es da auch den einen oder anderen Anbieter, der das so macht, aber die Regel ist wohl so, da ist nichts drin. Also das Einzige, was drin ist, was ich zum Betrieb des Wohnmobils brauche, sprich sämtliche Kabel, um Strom anzuschließen, die Auffahrkeile, die Keile, wenn ich über 3,5 Tonnen habe, zum Unterlegen, die Toiletten. Bei Jahrreisemobile war es jetzt so, dass wir für jeden Tabs dabei hatten. Für jeden Tag einen quasi, sozusagen, je lang man unterwegs ist und Toilettenpapier, mehrere Rollen als Vorrat drin war. Ich weiß gar nicht, wie oft die Leute Toilette ausleeren. Ich glaube, wir haben es 2 gebraucht. Okay, also das ist drin für die Toilette betreiben und für das Fahrzeug betreiben. Alles andere, und das ist ja das, was es so kompliziert macht, alles andere müsst ihr reinmachen. Also bei Jahrreisemobile in dem Fahrzeug war jetzt noch dieses Paket Küche Kaffee drin, was ihr ja schon gesehen habt. Da war jetzt die Kaffeemaschine. Ja, die ist ja da eingebaut. Aber nur die Kaffeemaschine. Die Tabs haben wir uns gekauft. Die Kapseln, meinst du? Ja, die Kapseln. Also die heißen nicht Tabs. Nein. Die heißen Kapseln und da uns der Kaffee nicht so zugesagt hat und uns das nicht so, wir haben ja die restlichen Kapseln, die haben wir jetzt drin gelassen. Also die nächsten, die das Fahrzeug mieten, 2 oder 3 Kapseln waren noch dort. Toll. Wahnsinn. Ja. Also da ist ansonsten alles, was, wie gesagt, was für den Betrieb notwendig ist, ist dabei. Auch sämtliche Bedienungsanleitungen. Genau, das ist wichtig, damit man eben auch im Notfall erstmal gucken kann, an was könnte es liegen. Und dann anruft und nicht anfängt. Also das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, nicht anfangen, irgendwas rumzubasteln, sondern wirklich jemanden fragen, der sich damit auskennt. Zur Not, die meisten, die sich das erste Mal ein Wohnmobil leihen, werden ja auf einen Campingplatz fahren. Es sind immer erfahrene Camper irgendwo außenrum, die meistens zu dem Problem, was ihr habt, schon eine Antwort kennen. Also da einfach fragen. Ja. Ja, dann nochmal zur Abgabe. Wie muss das Wohnmobil abgegeben werden? Natürlich müsst ihr das reinigen, also sozusagen Besen rein übergeben. So, am besten so, wie ihr es auch bekommen habt. Also es muss jetzt nicht glänzen, als wäre es gerade neu. Also wer die Juni kennt, die weiß, es war hinterher sauberer wie vorher. Ja, Da ist Jule gnadenlos. Da Ordnung muss sein. Da jagt die mich 10-mal durch, wenn da noch ein Stäubchen irgendwo ist. Da kennt die nichts. Ja, in meinen Augen ist das auch völlig normal, dass das so übergeben werden muss, wie ich es bekommen habe. Ganz klar. Natürlich müsst ihr es nicht außen nicht waschen, aber innen muss es schon wieder so sein wie und vorher. Und da wird es wahrscheinlich auch Unterschiede geben. Vielleicht gibt's auch Händler, die eine Pauschale anbieten, wo ihr es dann einfach abgebt und dann vielleicht so und so viel Euro bezahlt, dass die das dann reinigen. Ja, also, ist ja vielleicht wieder wichtig für jemanden, der sich mit Wohnmobilen gar nicht so auskennt und gar nicht weiß, in welche Ecken, dass er überall... Ja, oder der es nicht direkt noch nach Hause fährt, sondern direkt aus dem Urlaub dahin fährt und es wieder abgibt, dann ist das mit dem Reinigen auch ein bisschen komplizierter. Also. Ja, okay. Dann muss das Wohnmobil natürlich vollgetankt sein oder so, wie ihr das übernommen habt. Genau. Also das war auch noch eine Frage. Also in unserem Fall war es komplett vollgetankt. Ob das jetzt Usus ist, das weiß ich nicht. Es kann auch sein, dass es wie manchmal
Ich habe jetzt das Fahrzeug, was ich zum Beispiel in Bad Waldsee gekriegt habe, das war nicht voll gedankt. Da habe ich auch einen Trick, ne, ein Foto gemacht, wie ich es übernommen habe, damit ich es dann, wenn ich es abgebe, sage. Man vergisst es ja sonst. Ja, genau, man vergisst es ja auch selber. Richtig. Ja. Man dankst du voll und du hast ihn nicht übernommen, ist auch blöd. Ja. Also, ja, die ganz normale Geschichte, wie man halt ein Fahrzeug wieder zurückgibt. Gut, ich sage jetzt die ganz normale Geschichte, weil ich schon öfters das Auto geliehen hatte. Vielleicht ist es bei euch das erste Mal. Jo, ich glaube, das waren alle Fragen, die aufgetreten sind. Ja. So, dann sind wir jetzt durch. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt oder natürlich auch Anregungen oder Kommentare, wie ihr das Ganze so macht oder was wir vergessen haben, dann gerne einfach in die Kommentare. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Abonniert unseren Kanal, drückt die Glocke, dann verpasst ihr nichts. Genau. Das Ganze ist wie immer kostenlos. Müssen wir auch mal dazu sagen. Manch einer meint, so ein Abo kostet was. Nein, es kostet nichts. Zeit kostet es vielleicht, wenn ihr reinguckt. Ja. Ansonsten? Bleibt positiv. Bis bald. Tschüss. Tschüss.